cumpleaños. Y Andrés, mi familia, todo me ayudó, mi novia, toda la persona del gimnasio nos ayudaron y quiero agradecer a ellos y ese es el plan que planteamos nosotros, el centro de Ring para adelante. Also war genau die Marschroute, die der Trainer durchgegeben hat. Er möchte sich hier bedanken bei seinem Manager Patricio, bei seinen Trainingskollegen im Gym und natürlich auch bei seinem Trainer. Und die haben genau das durchgesetzt, was sie ständig trainiert haben. Natürlich wusste er, dass sein Gegner runterkochen musste. Er musste einige Kilos lassen, um eben ins Superleichtgewicht zu wechseln. Wusste, dass das für ihn ein Vorteil sein wird und dass die Zeit im Endeffekt für ihn spielt. Dice que si tú sabías que él venía del peso welter y que sabías que tenía que perder peso y que eso al final iba a ser una desventaja para él. ¿Sabías esto? Sí, sabía, pero también sabía que podía ser una ventaja porque él es más grande, pero se veía fuerte en la pelea, así que no creo que fue una desventaja para él. Das hat er auch gedacht, aber im Kampf hat er gesehen, dass es also kein Vorteil war. Er war stark genug und hat also gemerkt, dass da also sehr, sehr viel hinter war. So, natürlich schreit alles bei einem solchen Kampf nach einer Revanche, nach einem Rückkampf. Ist er bereit dazu? Will er die Revanche geben? Dice que después de una pelea así, todo el mundo a lo mejor espera un rematch. ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Yo estaría dispuesto a hacer la revancha porque fue una gran pelea y la gente se quedó contenta. ¿Es bereit? Bueno, ahí está. Estaría dispuesto.